Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ich habe mal wieder ein bisschen eingekauft, ein paar neue Sachen aus dem OCG und was das für Sachen sein werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir starten durch mit einem alten Bekannten, dem Omnidrachen, einer Karte, die optisch stark an den Proxy oder Firewall Dragon erinnert und bei uns am 2. Mai 2019 in Secret Rare im OCG, allerdings schon am 12. Januar 2019 in Secret Rare, 20th Anniversary Secret Rare sowie als Ultra Rare und Ultimate Rare in Dark Neo Storm erschienen. Das OCG-Exemplar ist relativ billig, egal ob Ultra, Secret oder Ultimate Rare, lediglich die 20th Anniversary Version der Karte hat einen stattlichen Wert. Ich persönlich war froher Hoffnung, dass diese Karte bei uns als Secret Rare erscheinen würde, was sie dann im Endeffekt auch tat, da ich finde, dass der Omnidragon einer der optisch gelungensten Monster aus Dark Neo Storm ist. Lediglich einige wenige Ausnahmen, wie beispielsweise der Firewall Xyz Dragon, der meiner Meinung nach noch einen Ticken besser designt wurde, übertrumpft den Omnidrachen. Apropos Firewall Xyz Drache, mit dem geht es an der Stelle auch ganz geschmeidig weiter und auch dieses Exemplar aus dem OCG kommt aus Dark Neo Storm und ist die Ultimate Rare Version dieser Karte. Während der Firewall Xyz Drache bei uns eine Billo Ultra Rare darstellt, die schon ab 20 Cent zu haben ist, so ist der im OCG, abgesehen von Ultimate Rare, noch in Ultra Rare, Secret Rare, 20th Anniversary Secret Rare sowie in Holographic Rare erschienene Drache nicht ganz so günstig zu haben. Speziell für die Ultimate und Ghost bzw. Holographic Rare Version sowie für die 20th Anniversary Secret Rare darf man schon den ein oder anderen Euro lassen, was ihn im Vergleich zur TCG-Version dieser Karte zur edleren Variante werden lässt. Allgemein gehalten lässt sich zu der Karte sagen, dass sie exzellent designt wurde. Hintergrund wie Monster harmonieren absolut perfekt und auch, dass es sich um eine Firewall-Karte handeln muss, erkennt man sofort. Das heißt, der Wiedererkennungswert ist gegeben. Darüber hinaus fühle ich mich persönlich durch diesen Kreis auf dem Background-Motiv in Zeiten zurückversetzt, als der Chaos-Imperator-Drache noch das Maß aller Dinge war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so nice der Firewall Xyz Drache auch designt worden sein mag, so gut er auch aussehen mag, dem Chaos Imperator Drachen läuft er optisch bei weitem nicht den Rang ab. Bleiben wir bei Dark Neo Storm und kommen wir zu Amphibisches Schwarmschiff Amber Whale. So einseitig und unabwechslungsreich die Raritäten unserer Hauptsets seit dem Ableben von Ghost und Ultimate Rare geworden sind, bildet Amber Whale eine kleine Ausnahme. Denn diese Karte war die bei Dark Neo Storm erschienene Sneak Promo und wurde dementsprechend auch in Ultra Rare ausgegeben, während sie im Hauptset lediglich als Rare gespammt wurde. Wir haben hier die OCG-Version dieser Karte in Ultimate Rare, wer hätte es gedacht? Und um nichts auszulassen, sei nochmal erwähnt, dass Amber Whale im OCG auch als Ultra Secret und 20th Anniversary Secret erhältlich ist. Rein optisch bleibt zu sagen, dass sich Amber Whale, ein relativ rustikal designtes Link-Monster, aufgrund seiner Erscheinung und vorausgesetzt, es wäre kein Link-Monster, gut und gern auch zu Karten aus der Duel Monsters oder GX-Ära gesellen könnte. Ich persönlich finde, dass die Karte doch recht hübsch ist. Nichts, was einen vom Hocker haut, aber doch recht hübsch. Und die zumindest meine Magnethalter füllt und gerne mal von mir betrachtet wird. Von Dark Neo Storm zu Rising Rampage. Schon seit dem Release von Rising Rampage in Japan liegen diese Karten bei mir und erst jetzt komme ich dazu, die Folge Neuzugänge abzudrehen. Was soll man sagen? Ich hab's halt einfach drauf, Jungs. Der Borreload X Charge Drache ist das Covermonster von Rising Rampage und erschien im TCG als Ultra Rare, die, wer hätte es gedacht, mit 1,30 Euro Wert das Stück im werttechnischen Nirvana versinkt, was ihrer zweitklassigen Spielbarkeit und ihrer Häufigkeit geschuldet ist. Vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der nächsten 20 Jahre, wer weiß. Die hier zu sehende Ultimate Rare Variante der Karte aus dem OCG ist zwar auch nicht sonderlich teuer, aber geht ein Vielfaches der deutschen Version. Die Karte erschien ebenfalls in Ultra Rare, Secret Rare, 20th Anniversary Secret Rare sowie in Holographic Rare oder Ghost Rare hierzulande. Ja, sowieso ziemlich alle Borreload-Karten empfinde ich das Design des X-Charge Dragons als sehr angenehm und ansprechend. Ja, cool designt, eine Karte, die speziell in höheren Raritäten Spaß macht und natürlich ein Muss für jeden Borreload-Sammler ist. Und ja, die gibt es tatsächlich. Mayo Senju Hitot ist mal wieder der Inbegriff für unterschiedliche Raritätenverteilung zwischen TCG und OCG.
Bei uns im TCG erschien die Karte lediglich als Super Rare, welche aufgrund ihrer Garantiertheit auch nichts Besonderes mehr ist. Im OCG erschien sie als Ultra Rare, Secret Rare, 20th Anniversary Secret Rare und als Ultimate Rare. Besonders viel kann man zu dieser Karte eigentlich nicht sagen, so bleibt mir nur die optische Bewertung, die in diesem Fall eher mittelprächtig ausfällt. Mayo Senju Hitot ist beileibe keine hässliche Karte, allerdings auch keine Wahnsinnsschönheit. Sie erinnert mich etwas an eine demonifizierte Version eines Karnevaldrachens und ist mir farblich zu einseitig gestaltet. Allerdings hebt sie sich vom Hintergrund ab, was gut ist, und ist auch, was die Größe des Monsters angeht, präsent und nicht zu klein. Alles in allem eine Karte, die ich mir auch ab und zu, wenn ich die Laune dazu habe, gerne ansehe. Allerdings bleibe ich an ihr nicht so oft hängen wie beispielsweise an einer Exodia oder einem Firewall Xyz Drachen. Aber was haltet ihr von der Karte? Gefällt sie euch? Oder findet ihr sie zum Davonlaufen? Last but not least, der Link Mail Erzunterwäldler. Bei dem es bei uns ebenfalls nur zur Super Rare gereicht hat, erschien im OCG als Ultra Secret, 20th Anniversary Secret und Ultimate Rare. Ich persönlich habe mich schon lange vor Release auf diese Karte gefreut, da sie einfach zu den Top 10 der schönsten Karten aus dem Set gehört, meiner Meinung nach. Das Monster ist einprägsam designt und hat einen maximalen Wiedererkennungswert. Der Hintergrund harmoniert extrem gut mit dem Monster und auch das Farbspiel der Karte ist on point. Werttechnisch liegt diese Karte bei wenigen Euro das Stück, was für Booster-Holos modernerer OCG-Karten mit Ausnahme der 20th Anniversary Secret Rares normal ist. Ein Hingucker ist die Karte allemal und die hier zu sehenden Exemplare sind auch die ersten, die das Licht meiner Sammlung erblicken, was bedeutet, dass wir den netten Burschen nicht das letzte Mal gesehen haben werden. Aber Link Mail Erzunterwäldler? Ernsthaft?